Hallo. Hallo. Hier wieder da. Oh Gott, was ist denn? Hallo. Hallo, liebe Menschen, die jetzt zuschauen. Wir spielen Kerbal Space Programm. Und, ich habe einen Fehler gemacht. Und der Janik ist schuld. Der Leid. Der Leid. Die wissen doch alle, wie du heißt. Ja, natürlich, aber die Leute sind verwirrt, wenn ich nicht Janik heiße. Du musst dir jetzt übrigens vorstellen. Der Leid ist schuld. Es gibt immer Leute, die ein Video zum ersten Mal von. Also, es gibt jetzt Leute, die sehen dieses Video als erstes auf meinem Kanal. Der Leid ist schuld. Dann stell dir mal vor, was die denken bei diesem Anfang. Hallo. Scheiße. Sie denken sich, oh mein Gott. Redet die immer so mit nie hin, wieder ne? Auf diesen Scheißkanal. Ja, genau. Ich habe gerade 10 Abonnenten verloren. Ich bin immer noch krank. Ja. So ein bisschen. Willst du vorspulen? Wie denn? Mit dem Punkt. Welcher Punkt? Ah, ich mach's dir. Okay. Ich mach's dir. Ah, mit dem Punkt. Ich mach's dir. Jetzt habe ich's verstanden. Mit Komma kannst du wieder zurück. Mhm. Also kannst du wieder. Müssen wir immer noch zu dem Punkt gehen? Nein, wir müssen jetzt einfach nur warten. Aber die Musik hat aufgehört. Und wir sollten vielleicht auch, du kannst dich mal drehen. Wohin? Einfach ein bisschen umgucken. So, richtig. Siehst du den schönen Panorama? Wo sehe ich? Wo bin ich denn? Mittendrin, aber das ist alles dunkel, deswegen siehst du nichts. Da. Ah ne, da bist du. Klick mal doppelt auf die mittlere Maustaste. Da guck. Klick doppelt auf die mittlere Maustaste. Schnell. Ja, jetzt hast du dich fokussiert in der Mitte. Da sind wir. Ja. Es ist so dunkel. Wir sollten vielleicht irgendwann den Fallschirm öffnen. Weil so schön. Das Problem ist, irgendwann werden wir auf dem Boden aufprallen und. Überleg mal, du bist einfach im Weltall und du siehst sowas. Geil, oder? Das sehen wir übrigens heute Abend auch, wenn wir rausgehen. Sowas ähnliches. Man sagt, dass wir heute Abend rausgehen. Wir gehen heute Abend raus. Ich will dir das auch zeigen. Kein Bock. Und er will immer komische Sachen machen. Ich gehe doch abends nie so gerne raus. Du wolltest. Weißt du, im Carsten-Story-Video erzählst du, wie du abends rausgehst und von der Flasche beworfen wirst. Ja, da war ich mit meiner Schwester. Ja, da mussten wir mit dem Hund raus. Ja, wir haben auch einen Hund. Ja, ich nehme dich an die Leine. Da verstehe ich. Ah, wir brennen. Sollen wir, Sollen wir mal einen Fallschirm öffnen? Ja, wie geht das? Ja, das. Niklas. Ah, kann ich ja jetzt, ne? Das geht immer noch nicht. Nein, der kommt gleich. Wir brennen. Wir brennen. Oh mein Gott, Leute. Nein, ja, warum brennen wir denn? Erinnert dich an Gravity, da haben wir doch auch gebrannt. Ja, da brennen wir. Nehmen wir nicht, aber die. Die Olle. Guck mal, da ist der Fallschirm, der brennt jetzt auch. Oh, Deadly Reentry wird sich freuen. Aktuell machen diese Feuereffekte nämlich nichts kaputt. Aus. Normalerweise, nein, sagen wir so, es gibt einen Mod, der diese Hitze berechnet. Aktuell wird die nicht berechnet, ja. Mhm. Dann gehen wir kaputt? Dann würden wir kaputt gehen. Wenn er das berechnet? Ja. Mhm. Wäre unschön, ne? Okay, ja. Das ist jetzt doof. Ich, doof gelaufen. Aber Chip da, er freut sich. Oh, jetzt sind wir schon wieder Guck mal, guck mal, wie freut dich er guckt. Oh. Der ist total begeistert. Wow, wow. Wow! Oh Mann! Ja, müssen wir nochmal versuchen, oder? Ja. Müssen wir jetzt warten, bis wir gelandet sind? Soll ich dir mal eine Rakete bauen, die definitiv auf dem Mond landen könnte? Und die fliegst du dann nur? Dann geht das ein bisschen schneller mit dem Bauen. Ja, ich krieg das hin. Warum ist es so dunkel? Weil wir auf der Nachtseite von Kerbin, zur Nachtseite von Kerbin geflogen sind. Doch, ne? Könnt ihr gar nichts sehen. Vorspulen. Wow, doch nicht. Ja, wir sind auf 4500 Meter. Ja. Vorspulen ist es nicht so geil. Na doch. So. Geh mal kaputt, nein. Geh mal kaputt. Erzähl was. Meine Haare liegen schon wieder scheiße. Wie immer. Du könntest den meinen Abonnenten ein Liedchen singen. Oder ein Ständchen bringen mit der Gitarre. Meine Händchen. Das ist fast schon wunderschön. Schwimmen auf dem See. Guck mal, jetzt geht gleich der Fallschirm auf. Oh nein. Kannst hochgucken. Aber ich will ihn doch nicht sehen, ich will gucken, was da unten ist. Ist der Fallschirm? Ja, der Fallschirm ist auf, schön. Nein. Du hast das Team aufgemacht. Ja. Sieht man das nicht, oder? Ja. Nein. Was? In der Aufnahme. Nein. Ist alles kaputt gemacht. Ja, klar. Ganz Aufnahme gefahren. Schau mal, wie schön. Ja, schau mal, da ist das Wasser. Oh, ja. In der früheren Version von KSP war das Wasser steinhart, da bist du auf dem Wasser drauf gestanden. Geil. Heute können die sehen. Ja, können die schon schwimmen. Guck, wir landen auch wie in Gravity im Wasser. Alles ja. Realistisch.
Ja, nur dass sie fast ertrunken ist, weil sie so bescheuert ist. Wie kann man jetzt so blöd sein, ganz ehrlich, ey? Der Film ja, weißt du, ist echt, das Problem, an weißt manchen du, Stellen denkst du da echt, nee. Weißt du, was geil ist? Weißt du, warum sie das Feuer nicht löschen konnte in ihrer Kabine? Hm. Sie hat doch den Feuerlöscher verbraucht, um zu dem Ding hinzukommen. Ja, aber dann braucht sie sich doch nicht ertränken. Leute, wer von euch hat, wenn ihr Gravity gesehen habt, wir können euch den Film ganz leicht kaputt machen, indem wir euch folgende Frage stellen. Warum ist die ISS sowie diese komische chinesische Raumstation, also der Film an sich, klar, riesige Logiklücken. Wir sind im Wasser gelandet. Ja. Geil, oder? Ja. So, jetzt recovern wir und ich baue eine Rakete und währenddessen reden wir mal drüber. Erstens, wie kann das sein, dass ein einziger Satellit eine solche Kettenreaktion auslöst? Das ist ja wohl, naja gut, aber das ist ja noch Hollywood-Business. Aber warum ist die ISS von außen nicht beschädigt, aber nur weil sie evakuiert wird, fängt innen drin alles an zu brennen? Mal ehrlich. What the fuck? So. Machen wir das hier mal ein bisschen schneller. Das Beste ist einfach, wo sie sich festhalten und er auf einmal wegfliegt. Ja, das ist ja so dumm. So als würde es Gravitationskraft geben im Weltall. Also es gibt Gravitationskraft. Ja, aber... Nee, wenn ich das jetzt nicht sage, dann habe ich das unter meinen Kommentaren stehen. Das muss ich jetzt sagen. Ja, es okay. Es gibt nicht den 0G-Bereich. Ja, aber es gibt nicht dieses, dass man ohne irgendwas einfach so wegfliegt. Ja, das ist wahr. Vor allen Dingen so blöd. Sie fliegt in die eine Richtung und er in die andere. Als wären sie genau in dieser Grenze. Ja, eben. Wo... Das ist so dumm, ey. Aber gut, natürlich. Ich meine, gut, ja, er ist an diesem Ding vorbeigeflogen, okay. Dann hält er sich aber fest und er hat schon gestoppt. Und sie geht hin und hält ihn fest und auf einmal fliegt er weg. Hä? Sie verarschen. Noch viel geiler war aber ihr Traum. Ja. Fand ich. Also das war ja echt, also selbst das ist also, doch... Also da muss ich echt, da muss ich auch lachen. Ja, da mussten wir alle lachen. Zum Glück war es ein Traum. Ja, zum Glück war... Also das wäre ja doch lächerlich, wenn das kein Traum gewesen wäre. Willst du mal kurz den Leuten, die das nicht gesehen haben, erklären, was in diesem Traum passiert ist? Nein, die sollen den Film gucken, wenn sie den nicht kennen. Okay. Ich finde den eigentlich nämlich gut. Er ist auch eigentlich gut. Er ist wunderschön. Zum Anschauen ist er wunderschön. Man darf halt nicht über die Logik nachdenken. Also, sonst ist man verloren. Ja, selbst dann. Ja. Es ist halt also heute. Ich sagen wir so, man muss halt. Es ist halt sowas. Es ist praktisch der Weltraumfilm von einem. Wie heißen die? Oh, was hab ich jetzt gemacht? wie heißt dieses, hier, Die Hard und so. Das ist bei, genauso logisch halt nur im Weltall. Also, im Endeffekt, man darf sich einfach nicht über die Logik Gedanken machen. Dann geht das schon, aber... Er ist wunderschön, muss man dazu sagen. Ja, also, und dafür, dass er halt, weißt du, einen Film drehen im Weltall, den man nicht im Weltall drehen kann. Ja. Dafür ist es schon ziemlich gut. Dafür ist es richtig, richtig gut. Beobachte es hier, bin gespannt, was ich hier mache. Ja. Oh, ich gebe dir noch SRS, dann hast du noch mehr Flight Control. Noch mehr, dass man abkoppeln muss, wo man... Nee, das merkst du gar nicht, dass das dabei ist. Ach, jetzt gibt es ja diesen neuen RCS-Dinger seit der neuen Version, die habe ich noch nie verwendet. ich bin so ein alter Hase, ich verwende immer die alten Bauteile. Essen wir nachher noch was? Natürlich essen wir nachher noch was. Was essen wir noch? Alter, willst du verhungern hier? Du übernachtest hier. Wer essen wir nachher noch was? Nee, ich lasse dich hier verhungern, viel Spaß. Was willst du essen? Ich hab Toast Hawaii, wie gesagt. Ach, stimmt. Aber nur wenn du möchtest. Machen wir Toast Hawaii. Für uns und die da drüben. Die da drüben im anderen Zimmer. Oder wir machen Pizza. Oder wir gehen wohin und essen Pizza wo. Pizza machen. Ja, gestern hatten wir schon Pizza. Und vorgestern hatte ich auch schon Pizza. Wow. Ein bisschen viel Pizza in letzter Zeit. Pizza-Mensch. Ja. Nee, aber wir können andere Dinge tun. Wie gesagt, wir können Toast auf einmal machen, wir können auch Döner bestellen oder wir können wo essen hingehen. Warte. Döner mag ich nicht. Ja, aber... Also schon, aber nee. Also aber schon, aber nee, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Aber wie gesagt, wir gehen wo essen. Das musst du entscheiden. Du bist die Frau. Du nimmst mir das Geld aus der Tasche. Oh nee, mein, nimm mal das Geld aus der Tasche. Stimmt gar nicht. Nein. Wir Männer lassen uns ja gerne abzocken, dafür gibt es nachher was anderes. Er will essen gehen, ne? Er will essen gehen. Ja. Nur, dass es mal klar steht. Ich hab's vorgeschlagen. Du willst essen gehen. Fuck. Und dann mich aber beschuldigen. Frauen ziehen dann so über das Geld aus der Tasche. Ja, wir sind eigentlich am Partende. Oder nee, sind wir nicht. 10 Minuten haben wir noch. Bin ich blöd. Haben wir noch 10 Minuten? 20, 40, ja, haben wir.
Muss ich nachdenken, ja. Was machst du da mit dem Kabel? Ich halte es fest. Du tupfst die ganze Zeit an mich. Hab ich jetzt. Sorry. Sorry. So, das wird jetzt komplizierter. Zum Fliegen. Ja, das krieg ich hin. Okay. Kann sowas. Der Taste drücken kann ich ja gut. Also du hast gerade gequietscht. Meine Tastatur. Hast gequietscht. Ja. Okay, ich will... Machst du maximal das Steam-Fenster da hinten schließen, weil sonst sehen wir uns nicht. Ist so? Ja. Schließen. Guck mal, jetzt sehen wir uns wieder. Oh, hallo. Gott, die Leute müssen denken, wie bescheuert wir sind. Oh, wir sind bescheuert. Ja, sie werden es aber okay, merken. Okay, so, Vollgas, ne? Vollgas. Wenn du mit Vollgas starten willst, drückst du Leertaste. Jetzt musst du aufpassen, weil jetzt gehen zwei Triebwerke früher leer als die anderen. Und wenn zwei leer sind, musst du sprengen. Du wirst sehen, warum. Darf ich Leertaste drücken? Ja. Okay. Es geht nicht. Drück noch an. Jetzt. Ich habe das Fenster nicht angeklickt, ne? Ja. Ja, das ist schlau. Intelliklug bist du. Mhm. Hast du ein Diplom? Ein Diplopom. Diplopom. Nein, aber ich hab... Ich war Gymnasianer halt. Ja, Gymnasianer sind die Vollstreber, Alter. Haupttüren sind die coolsten. Kennst du das Video? Mhm. Dümmste Frau Deutschlands. Das ist so geil. Die Pilo. Ja, die Pilo. Ich bin Student. Student. Siehst du da die zwei grünen Balken, die gleich leer sind? Berge, ja. Berge. Berge. Was mache ich, wenn die weg sind? Dann machst du jetzt der Taste. Jetzt. Und jetzt fallen die weg. Die Pilonen. Sag mal. Also nee, du musst ja steuern. Drück mal S, sodass du wieder nach ganz oben guckst. Und dann halt. Zurück. Zurück. Was ist ganz nach oben? Das blaue. Punkt. Der blaue Punkt in der Mitte. Genau. Ja, genau. Und jetzt kannst du D drücken, sodass du auf die Nase kannst. Warum tust du es nicht? Ach so, ich bin falsch rum. Nicht weh. Bloß nicht weh. S. Mit S, mit S, mit S. Mit S mit Nein, S. Eben nicht. Doch S. Nein, eben nicht. Echt nicht? Oh, weh. Hä, warum nicht? Doch S. Doch S. Sag ich doch. Ich bin doch jetzt nicht ganz blöd. Das Spiel kann ich doch noch ein bisschen. Du musst da hoch. Wo? S. So, jetzt D. Und W. Hä? Nein, du musst auf die 90-Grad-Linie. Welche 90-Grad-Linie? Du musst doch 90-Grad-ig drehen. Ich dreh mich einmal rum. Wo? Zeig mir doch mal wo. Da, pass auf. Halt, stopp, da, halt, stopp. Da muss hin. Okay, ich hab's wohl gerade verkackt. Etwas. Oh Mann. Das war eine Rakete, die zum Mond kann. Warte. Wohin? Wo? Ja. Und da jetzt auf die 90 Grad hier. Welche? Da, siehst du die 90 hier nicht? Bist du kurzsichtig? Du hast eine Brille. Das ist zu klein. Ist ja, du klein. Kennst es, ich kenn das nicht. Wo? Na, fast daneben. Das ist die 45-Grad-Linie. Ich sehe es nicht. Jetzt fliegst du Richtung Norden. Ich sehe es wirklich nicht. Also schon, aber das ist zu klein. Okay. Wo ist 90? Ich bin das halt so fucking gewohnt, dass für mich das alles normal ist. Auf der anderen Seite, wo du jetzt gerade guckst. Okay. Also fliege ich immer rum. Ja. Das ist doch cool. Aber... You think you're cooler than me. Das da. Da ist die 90, genau. Da. Ja, so hättest du die ganze Zeit, so hättest du ab 10.000 Meter Höhe brennen. Ich habe aber... Mein Fehler war, ich habe nicht SAS angeschaltet. Deswegen hast du jetzt ziemliche Probleme. Halt, stopp, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich wieder auf die andere Seite. Mhm. Wollen wir den Start nochmal neu starten? Ja, bitte. Revert Flight? Das da. Revert Flight? Revert. Genau, Launch. Ja. Boah, Jungs und Mädels, was machen wir da noch? Die lachen mich alle aus, mir ist richtig warm. Wenn du neben mir sitzt. Halt die Was war das? Was war das? Beleidigt, ich hab das gehört. Die hat mich beleidigt. Okay, warte, zeig mir mal die 90 Grad Linie. Die da. Da, genau. Okay, und die geht von hier bis da. Genau. Und da muss ich bleiben. Ja, genau. Und du musst genau in die Mitte von der sogar am besten. Wenn du bei 10.000 Grad bist. Bei 10.000 Meter. Mhm. Ich schaff. Jo. Das Mikrofon ist umgefallen. Es bewegt sich. Es hat ein eigenes Leben. Halt das mal fest. Es ist wahnsinnig gemütlich, zu zweit vor einem Mikrofon zu hören, Masch. Ja. Soll ich mir noch ein zweites für dich kaufen? Klar, kann ich meins mitbringen.
Oh ja, stimmt, du hast ja eigentlich eins. Muss man halt nur drei Soundspuren synchronisieren. Ich hab ja ein Ding, ne? Guck mal, jetzt sind gleich die zwei grünen Balken leer, da kannst du sie wegspringen. Wie leer das? Wow. Das hast du super gemacht. Okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ja, jetzt muss. Jetzt du, krieg ich das hin. Jetzt kriegst du das hin, aber du musst auf den Mond landen. Ich hab übrigens keinen Landing Gear dran gemacht. Warum nicht? Du hast gesagt, du machst was dran. Das hast du extra gemacht, gell? Ich hab's schon geschafft, das zu landen. Also, 10. Ja, du! Du darfst mich jetzt auf die 90 Grad Linie drehen. Und zwar um 45 Grad. Und zwar so. Genau. Genau. Guck mal, du hast ein bisschen richtiges Naturtalent, das ist schon fast. Das war so. Also du fliegst besser, als ich am Anfang geflogen bin. Gut, ich hatte auch keinen Lehrer neben mir, aber ja, keine Ausrede, nee, ich bin ein schlechter nicht. Lehrer. Gerade eben hatte ich echt keine Ahnung. Lass mich aber nach heute Abend Herr Lehrer nennen. Er ist so komisch. Ich bin komisch. Ja. Worüber hast du dich letztens gefreut beim Abschluss deiner, deiner Schwester, was du vollbracht hast? Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Das hat was mit einem R zu tun. Mit einem R? Ah! Wer ist jetzt komisch? Sollen wir das erzählen? Nein, nein. Der Tasse? Nein, nein, das wollen wir nicht erzählen. Das geht niemandem was an. Erzählst du nicht. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay, dann mach ich's nicht. Tut mir leid, Leute, ihr habt's gehört, ich darf nicht. Nein, ich. Das hätte ich getan. Du darfst dich noch. Ja, drück mal M. Drück mal, wo dein Abo absolut ist, das Blau. Das AP. Wenn das auf 10.000, du kannst jetzt einfach mal gucken, bis das auf 10.000 hochgewachsen ist. Du kannst wo unten. Wo ist das bei 10.000? Wenn ich jetzt sage. Das ist dann. 100.000 meine ich, sorry. M drücken, jetzt. Und X-Taste drücken. M und X. Genau, und jetzt kannst du wieder M drücken, dass du wieder auf die Map kommst. Mhm. Du kannst jetzt auch mal drehen, so dass du das besser siehst. Genau, jetzt machst du wieder so ein Manövernaut. Hier. Ja, genau. Klickst da du? Klicken. Genau, klickst du. Machst du Add, ziehst du wieder lang, so dass es einen Kreis ergibt. Und zwar möglichst zirkular. Also runden. Das, was einen Kreis ergibt? Das Gelbe, was da gestrichelt kommt. Und wohin muss das ein Kreis sein? So, dass es beide Punkte, die du da jetzt siehst, diese beiden Flaggen, ja, so soll das passen. Das passt, das ist schon viel zu viel. Wie denn? So. Zurück noch ein bisschen. Ja, guck mal, was wo der jetzt ist. Was willst du haben? Den gelben da. Guck halt. Guck mal, wo die beiden gelben Punkte, die beiden ja, gelben da Punkte. Und da. Ja, du musst gucken, wo welche Höhe die anzeigen, wenn du mit der Maus drüber fährst. Das passt. Okay, jetzt kannst du wieder zurück zu M gehen. Ich hab keine Ahnung. Du hast gerade ein Manöver geplant wieder. Ja, das habe ich gemerkt. Gehst du auf das Blaue. Ja. Und dann warpen wir wieder vor. Alter, mein Rücken tut weh von diesem Stuhl, weil ich mich nicht anlehnen kann. Das ist da so da so. Und dann hört mich keiner. Halt. Guckst du auf? Ja. So, jetzt können wir time warpen. Jetzt können wir time warpen. Bei, auf. Punkt. Und komm, machst du wieder zurück. Und wie weit? Halt, zurück. Gut, jetzt Gas geben. Bist ziemlich gut drauf. Was heißt Gas geben? Gas geben. Shift. So. Ja. Vollgas. Und jetzt? Warten, bis dieser Balken da runtergelaufen ist. Welcher Balken? Das ist das halt, das ist so ein Balken, der runter drin. Okay. Und auf den blauen Punkt halten möglichst. Oh, das wird sich, der wird sich noch ausreichen. Mhm. Guck mal, was ich alles wissen muss, um meine Let's Plays zu machen. Hast du jetzt Respekt von mir? Ja. Soll ich mal kurz rausgehen, dass du mit meinen Abonnenten in Klartext reden kannst? Du guckst es dann ja eher. Ja, natürlich gucke ich es dann eher an, aber dann weiß ich, was du von mir denkst. Wir sind übrigens voll über unsere... Nee, gar nicht. Wir sind genau auf unserem Part-Time. Hm, der Balken ist gleich weg. Wollen wir uns im nächsten Part-Time zu Ende bringen. Wenn der Balken weg ist, musst du aus X'en. Also X was muss ich? X drücken. X drücken! Warum hat sich's gedreht? Weil die Kamera sich dreht, manchmal, wenn du im Orbit bist. Orbit in die M. Was? M oder nee. So. Kannst du mal rechtsklick auf dieses... Der Sonnensymbol, ja, was auch immer das ist. Rechtsklick? Also einmal klicken, linksklick und dann rechtsklick. Ah ja, und jetzt auf das X. So, jetzt siehst du, du kannst mal gucken, wo jetzt das blaue PE ist, da genau. Ist da? Ja. Oh, nochmal zurück zur Map. Wir müssen nochmal, dreh dich mal nach oben, also S. Nee, nicht S, A.
Weiter, weiter, weiter. Bis wohin? Bis du recht weit nach oben guckst. Und jetzt gibt's nochmal Gas. Mit. Shit. Ah ja. Ich wollte der Taste drücken. Jetzt hast du nur noch bereut. Ja. Und das hat recht. Jetzt gucken wir nochmal M. Jetzt gucken wir nochmal, wo das ist. Ja, jetzt sind wir raus. Okay. Jetzt sind wir in einem stabilen Orbit. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, wir sind in einem stabilen Orbit. Das ist auf jeden Fall klar. Das wusste ich. Deshalb sind wir gerade noch mal ein Stück weiter rausgeflogen. Ich habe doch vorhin gesagt, bei 70.000 Meter kommt die Atmosphäre. Und du warst unter 70.000 Meter. Mhm. Das heißt, wenn du unter 70.000 Meter bist, hab ich mir gemerkt, die Atmosphäre dich abbremsen. Mhm, okay. Voll schöne Musik. Ich weiß, dass nicht gemerkt hast, aber jetzt habe ich dir noch erklärt. Doch, ich wusste das. Okay, natürlich wusstest du das. Ein bisschen. Machen wir bis zum nächsten Mal. Mhm. Was mit mir over and out? Over and out.